Die Psychedelika-Illusion. Das ist ein Video, das mir sehr am Herzen liegt. Das wird jetzt einfach sehr emotional rauskommen. Ich habe hier kein Skript oder so. Das rede ich jetzt einfach mal so los. Ich würde da gerne anfangen mit dem Begriff Illusion. Viele denken ja, eine Illusion ist was Schlechtes. Da werden wir ausgetrickst und wir müssen immer die Wahrheit entdecken. Wir müssen Wahrheit sehen. Und das spielt da schon auch wieder so mit rein mit dieser Ego-Geschichte. Unser Ego, die Ego-Illusion. Unser Ego möchte immer allem Sinn und Bedeutung geben. Genauso möchten wir nicht durch eine Illusion irgendwie hinters Licht geführt werden. Aber eine Illusion muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Nehmen wir mal unser Bewusstsein. So, das Bewusstsein, das du jetzt gerade hast, wenn du dieses Video schaust. Das ist das Alltagsbewusstsein. Dieses Bewusstsein ist aber doch recht beschränkt. Du nimmst ja nicht alles wahr, was jetzt um dich herum passiert. Wenn du im Alltag an einer Straße entlang laufen würdest und da fahren ganz viele Autos vorbei und fliegen Vögel, laufen Menschen vorbei, dann klingelt das Telefon, keine Ahnung. Es passieren ganz, ganz viele Dinge. Wenn jetzt jede einzelne dieser Sinneswahrnehmungen, die in deinen Kopf kommen, von dir wahrgenommen werden müssen, wirst du ja wahnsinnig werden, ne? Da wird so viel reinkommen, du könntest es gar nicht alles handeln. Deswegen haben wir unser Alltagsbewusstsein. Unser Alltagsbewusstsein blendet ganz viel aus. Es blendet die Dinge aus, die jetzt vielleicht nicht so wichtig sind für uns, wenn wir eine Straße entlang laufen oder wenn du dieses Video anschaust. Vielleicht ist es dann gar nicht so wichtig, wenn du in der Bahn sitzt und du schaust ein Video an, was da um dich herum noch passiert. So, du kannst dich sehr, sehr genau fokussieren. Aber was auch klar sein muss, ist, dass dieses Bewusstsein nur ein ganz kleiner Teil von dem ist, was wirklich passiert. Und natürlich auch von dem, was in deinem Kopf eigentlich genau passiert. Stell es dir vor wie ein Handy. So, ich habe hier ein Handy. Hier ist ein Handy. In diesem Handy passiert ganz, ganz viel. Das sind ganz viele Bits und Bytes, die da umhergeschossen werden. Arbeitsspeicher, Speicher, Prozessor, die machen ganz viele verschiedene Dinge. Aber bringt es dir was? Das zu wissen. Bringt es dir was, wirklich über jeden einzelnen kleinen Mini-Prozess, der darin abgeht, Bescheid zu wissen? Nee. Und deswegen gibt's die Benutzeroberfläche. Deswegen gibt's das Display, das dir zeigt, was du jetzt machen kannst, worauf du Einfluss nehmen kannst. Bedeutet, diese Benutzeroberfläche ist sozusagen eine Nutzerillusion. Es gibt dir die Illusion, dass du alles steuern kannst, dass du der Meister über dieses Handy bist, aber es ist nur eine sehr simplifizierte Variante von dem, was eigentlich innen drin abgeht. Und ja, es ist auch eine Illusion bei einem Handy. Und genauso ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein ist deine User-Illusion von deinem internen Prozess. Du kriegst nur einen ganz kleinen Teil davon, was eigentlich wirklich in dir abgeht. Aber diese Illusion ist sehr, sehr gut, weil du, wie gesagt, total wahnsinnig werden würdest, wenn du über jeden einzelnen kleinen Prozess Bescheid wissen müsstest, der in dir gerade abgeht. Deswegen, eine Illusion ist gut. Eine Nutzerillusion ist gut, wenn sie dir das Leben vereinfacht. Und da gibt's natürlich noch andere Illusionen, wie zum Beispiel die Ego-Illusion. Unser Ego. Wenn wir das Ego jetzt mal ein bisschen aufteilen, was eigentlich das Ego ist, wir können es auch ein bisschen vereinfachen, das ist ja das Selbst, das ist die Persönlichkeit, das ist, wer wir sind. Das ist unsere Persönlichkeitssoftware. Jeder Mensch ist ja, wenn er geboren wird, gleich. Also ein Baby, das geboren wird, da ist ja noch nichts vorhanden. So, das kann jetzt noch nicht wirklich denken, das kann noch nicht nachdenken, was seine Präferenz wäre oder kann noch nicht über sich selbst nachdenken. Ein Baby hat noch kein Ego, ein Baby hat noch keine Persönlichkeit. Das heißt, wenn wir geboren werden, sind wir alle gleich. Es ist wie eine leere Festplatte, auf der nur das Betriebssystem sozusagen läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch damit so gut auskennt, aber ich komme aus dem IT-Bereich, deswegen nutze ich gerne solche Analogien. Das heißt, wir haben alle das gleiche Betriebssystem, wir haben alle Windows 10 und im Laufe unseres Lebens programmieren wir eben unsere Persönlichkeit rein, programmieren wir unser Ego rein. Das zeigt aber, dass dieses Ego, diese Persönlichkeit, wer wir sind, wer du gerade glaubst, wer du eigentlich bist, ist auch nur eine Software. Es ist auch nur ein künstlicher Teil von dir. Etwas, was dazugekommen ist. Das ist nicht grundsätzlich in dir drin. Und das ist auch eine Illusion, dass wir immer glauben, dass wer wir sind, dass das so fest mit uns verankert ist, dass das wirklich wir sind und dass nicht nur das, wer wir glauben, wer wir sind, sondern das, was wir
auch nach außen tun, wie wir mit Menschen reden, wie wir Dinge wahrnehmen, was wir sehen, das ist alles unsere Persönlichkeit und die bestimmt letztendlich auch, was du im Alltagsbewusstsein wahrnimmst, aufgrund deiner Erfahrungen. Wenn du zum Beispiel noch nie in deinem Leben einen Baum gesehen hast und dann siehst du ganz, ganz weit weg, siehst du einen Baum, aber du hast noch nie einen Baum gesehen, dann weißt du gar nicht, dass da etwas Grünes sein kann mit so ein bisschen Braun drin, dass du verstehst gar nicht, was das ist, dass dein Gehirn wird keinen Baum erkennen. Du kannst den Baum nicht erkennen, weil du nicht weißt, was ein Baum ist, du hast noch nie einen Baum gesehen. Bedeutet, was dieses Ego macht, diese Persönlichkeit, sie gleicht immer alles ab, es gleicht immer alles ab, ah, das kenne ich schon, ah, hier, das ist ein Bild, ah, das ist ein Fernseher, ah, das ist eine Gitarre, ah, das ist das. Und so funktionieren wir. Das ist so dieses Abgleichen, wie wir im Alltagsbewusstsein voranschreiten. Wir identifizieren eben Sachen, die wir schon kennen und versuchen, die einzuordnen. Und das macht unser Ego ganz gerne, sage ich jetzt mal. Unser Ego möchte immer alles identifizieren, möchte alles verstehen und vor allem möchte allem Sinn geben. Weil das Ego mag eins nicht, Kontrollverlust. Nein, wir mögen keinen Kontrollverlust. Wir möchten verstehen. Wir möchten verstehen, warum die Dinge so sind, wie wir sind. Weil jedes Mal, wenn wir etwas nicht verstehen und wir können es einfach nicht verstehen, dann fühlt sich das ganz schlecht an, Kontrollverlust. Bedeutet, wir fangen an, Dinge, die wir nicht verstehen, mit anderen Dingen zu erklären, die wir auch nicht verstehen. Stichwort Religion. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Ah komm, das ist der Grund. Ich verstehe das zwar auch nicht, aber das ist der Grund. Und das machen wir die ganze Zeit im Alltag. Passt da mal genau drauf auf. Wenn ihr Dinge im Alltag wahrnehmt, die ihr vielleicht nicht wirklich versteht. Ich nehme so ein ganz einfaches Beispiel. Ihr kommt irgendwie in einen Raum, und da ist halt eine schlechte Stimmung. Irgendwie habt ihr so das Gefühl, hier sind negative Vibes. Und dann kommen oft so Aussagen wie, da ist die Schwingung niedrig oder so. Also sowas höre ich halt öfters mal. Und das ist euer Ego, das nämlich etwas nicht versteht. Es kann jetzt gerade nicht verstehen, es kann die Kontrolle gerade nicht darüber übernehmen, was hier gerade im Raum passiert. Oh mein Gott, was passiert hier? Ah ja, die Schwingungen sind niedrig. So, verstehe ich zwar nicht, ich verstehe weder das eine noch das andere, aber ja, komm, damit kann ich das erklären. Und das machen wir im Alltag ganz oft und die ganze Zeit. Und das ist jetzt auch nichts Schlechtes. Ich meine, so funktionieren wir Menschen. Es ist nur wichtig, dass wir das verstehen, was da passiert, das Bewusstsein darüber kriegen. Und jetzt zur Psychedelika-Illusion. Die Psychedelika-Illusion ich nenne die Psychedelika-Illusion so, dass wir bei starken psychedelischen Erfahrungen, vor allem bei starken, bei niedrigen ist es ja sowieso nochmal was anderes, weil bei niedrigen psychedelischen Dosierungen, ist das Ego ja immer noch da. Das ist so, dann ist so ein bisschen Ego noch da und so ein bisschen kein Ego und dann können wir mit beiden so ein bisschen Hand in Hand gehen und verstehen, was hier eigentlich abgeht. Aber bei kompletten, hochdosierten Ich-Auflösungen, das heißt, wenn das Ich, das Selbst, das Ego, die Persönlichkeit wirklich mal komplett aufgelöst wird, zum Beispiel bei 5-MeO-DMT ist es ja sehr häufig der Fall, dann sind wir in diesem Zustand des absoluten Nichts. Wir gleichen nichts ab. Uns ist alles egal, es gibt keine Illusion mehr, es ist einfach nur pures Bewusstsein. Und dann kommen wir zurück, dann kommt das Ego zurück. Stück für Stück kommen dann wieder so diese Ego-Mechanismen zurück, die versuchen, Dinge einzuordnen. Und da kommt dann wieder genau das zum Tragen, dass unser Ego dann da schnell Sinn draus machen möchte, was da gerade passiert ist, weil es so unverständlich ist. Wir können es nicht verstehen. Wir können nicht verstehen, was passiert, wenn wir nicht mehr da sind. Wir können das nicht in Worte fassen, wir können es nicht verstehen. Und das passiert dann bei psychedelischen Substanzen oft, dass wir von psychedelischen Substanzen wieder runterkommen, wieder in dieses alte Denken reinkommen und dann versuchen, aus dem, was wir gerade gesehen haben, Sinn und Bedeutung rauszuholen. Und da kommt dann diese Mystifizierung von Psychedelika einfach her, dass wir jetzt irgendwie so denken, das ist was Magisches, was ganz Krasses, hier Schwingungen, da Past Lives oder irgendwelche komischen pseudospirituellen Dinge, die überhaupt keine Manifestierung in der non-dualen Welt haben. Die haben überhaupt gar keinen Griff. Das ist nur unser Ego, das aus Unverständlichkeit wieder Verständlichkeit machen will. Aber weder das eine noch das andere verstehen wir. Und das ist nicht, was psychedelische Substanzen machen sollen. Darum geht's nicht bei psychedelischen Substanzen.
Darum geht es allgemein nicht bei Spiritualität, dass wir irgendwie jetzt wieder Sinn aus Spiritualität machen wollen, dass wir es verstehen wollen, dass wir es einkategorisieren wollen. Das ist auch so ein Ego-Ding, immer alles einkategorisieren. Zugehörigkeit, Trennung, das ist eigentlich wieder genau das, was wir nicht wollen, wenn wir irgendwie sowas sagen, so etwas, wie ich gerade gesagt habe, solche Dinge eben, dann kategorisieren wir ja immer, dann machen wir wieder Trennung. So, das ist genau eigentlich das Gegenteil von dem, was der echte psychedelische Zustand, der tiefe psychedelische Zustand uns zeigt. Es ist wieder Trennung anstatt Verbindung. Und darum geht's aus meiner Sicht bei psychedelischen Substanzen um echte Verbindung. Und Verbindung kann nur stattfinden, wenn es keine Trennung gibt, wenn wir aufhören, alles einkategorisieren zu wollen, wenn wir aufhören, alles verstehen zu wollen, wenn wir aufhören, allem Sinn geben zu müssen. Atme einfach und genieße und lebe, fühle. Ja, das ist mir wirklich auf dem Herzen gelegen. Und ja, ich möchte jetzt eigentlich hier nichts weiteres dazu sagen. Und bis bald, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.